Die Apothekenreform ist aus unserer Sicht nicht der richtige Schritt, um Apotheken wirklich zu entlasten und zu stabilisieren. Das liegt zum einen daran, dass die dringend erforderliche Erhöhung der Honorierung dort nicht vorkommt. Wir haben da lediglich eine Umschichtung der Mittel. Das wird den meisten Apotheken nicht helfen. Wir schlagen stattdessen eine Erhöhung des Fixums vor. Und der zweite Punkt ist, dass die Strukturreform, die dort vorgeschlagen wird, aus unserer Sicht in die falsche Richtung geht. Ja, wir müssen auch in Thüringen über Strukturen sprechen. Wir haben einen demografischen Umbruch, eine schrumpfende Gesellschaft und ein Fachkräfteproblem. Aber das Ergebnis daraus darf nicht sein, dass wir die Apotheke ohne Apotheker schaffen. Denn die kann ja keiner haben wollen. Darunter würde die Versorgungsqualität leiden. Wir haben stattdessen vorgeschlagen, dass man die Möglichkeit für Zweigapotheken sich noch einmal anschaut. Und gerade in den sehr ländlichen Regionen, wo es sonst sich nicht vielleicht lohnen würde, eine Vollapotheke zu eröffnen, beispielsweise wenigstens in Zweigapotheken zu arbeiten. Aber nicht auf Kosten der Versorgungsqualität und auf keinen Fall so, dass dann keine Apotheker anwesend sind. Ich denke schon, wir müssen auch darüber sprechen, ob wir in jeder Apotheke, gerade auch in den dünner besiedelten Gegenden, ein Labor haben vor Ort oder ob es immer eine Rezeptur gibt oder ob man sagen kann, man bündelt das noch mal etwas stärker, weil lieber habe ich vor Ort noch eine Apotheke, wo ich gut beraten werde und meine Medikamente bekommen kann, aber es vielleicht mal einen Tag länger dauert, bis ich eine Rezeptur bekomme. Klar ist, es muss eine Erhöhung der Honorierung kommen. Es gab überall gestiegene Kosten, natürlich auch in den Apotheken, Inflation, Lohnkosten, die gestiegen sind. Und schon lange sind die Apotheken prekär finanziert. Und das heißt auch, es muss mehr Geld in das System rein. Das heißt, wir müssen natürlich über die Finanzierung sprechen. Und deswegen muss dann auch der Bundesfinanzminister am Ende Mittel freigeben. Natürlich müssen wir auch nochmal über das grundsätzliche System sprechen. Da ist es uns Grünen immer ein Anliegen, auch über die Einnahmenseite zu sprechen bei der GKV. Also auch anzuschauen, können wir nicht endlich mal eine solidarische Bürgerversicherung für alle einführen, sodass wir auch mehr Einnahmen dort für die Kassen haben, die verteilt werden können. Aber solange wir das nicht haben, muss dann mehr Geld ins System. Und wenn man das innerhalb des GKVs nicht findet, dann muss im Zweifel der Bundesfinanzminister da auch zusätzliche Mittel freigeben für die Apotheken. Ich glaube, das ist insofern erstmal viel zu früh, über einen Vermittlungsausschuss zu sprechen, als dass das Gesetz ja noch nicht mal im Kabinett verabschiedet worden ist. Natürlich ist das auch legitim, sich als Länder darüber Gedanken zu machen, was können wir tun, um auch diesen Gesetzesentwurf noch positiv zu beeinflussen oder vielleicht im schlimmsten Fall auch zu stoppen. Aber da liegt der Ball jetzt erstmal ganz klar im Bundestag. Ich glaube, es haben ja verschiedene Parteien, verschiedene Länder auch klargemacht, der Referentenentwurf, wie er jetzt vorliegt, ist erstmal nicht tragbar. Wir werden sehen, ob er im Kabinett dann überhaupt verabschiedet wird. Und dann gibt es ja immer noch das parlamentarische Verfahren. Wir hatten auch schon in den letzten Jahren Gesetzesentwürfe in anderen Bereichen, die im parlamentarischen Verfahren noch mal sehr, sehr grundsätzlich geändert wurden. Und wenn dann am Ende immer noch etwas bei rauskommt, wo wir auch in den Ländern sagen, da können wir nicht mitgehen, dann muss man natürlich auch schauen, welche Möglichkeiten hat man. Solange es nicht zustimmungspflichtig ist, ist es natürlich auch immer begrenzt. Insofern ist, glaube ich, jetzt genau die richtige Zeit, den Einfluss auszuüben auf den Gesetzentwurf. Also ich habe in letzter Zeit mit vielen unserer Bundestagsabgeordneten gesprochen, die dort in der Gesundheitspolitik verantwortlich sind. Und die haben ja auch ganz klar gesagt, wenn das im parlamentarischen Verfahren ist, werden sie sich das sehr kritisch anschauen. Weil genau das, was ja die Befürchtung ist, den Fremd- und Mehrbesitzverbot aufzuweichen beispielsweise, das will auch im Bund niemand, aber es ist eben noch nicht im parlamentarischen Verfahren und deswegen sprechen wir auch sehr viel intern darüber, aber an der Stelle ist einfach noch nicht so der Moment, wo man auch als Bundestagsfraktion, als Abgeordnete dann öffentlich sagt, so wollen wir das nicht, das ist dann, wenn das im parlamentarischen Verfahren angekommen ist.